Dass erfolgreiche Filme mit einer Fortsetzung weitererzählt werden, ist natürlich keine Seltenheit. Auch bei TV-Serien ist das schon lange eine gängige Praxis, denn immer wieder entstehen aus beliebten TV-Serien heraus auch Spin-off-Serien, um beim Publikum mit bereits etablierten Charakteren oder Welten zu punkten. Oft schaffen es diese Spin-off-Serien, Fans ebenfalls zu überzeugen, doch genauso oft entpuppen sie sich auch als große Enttäuschung. Wir stellen euch im Video deshalb einmal die 6 besten und schlechtesten Spin-off-Serien vor. Breaking Bad gilt bis heute als TV-Sensation und dürfte zweifelsohne zu den besten Serien aller Zeiten zählen. Darin geht es um den Chemielehrer Walter White, der an Lungenkrebs erkrankt und deshalb zusammen mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman ins Drogengeschäft einsteigt, um vor seinem Ableben genügend Geld für seine Familie zu scheffeln. 5 Staffeln lang hielt die Serie das Publikum in Atem und steigerte die Spannung fortlaufend bis zum grandiosen Finale. Die Messlatte für ein Spin-off lag hier also hoch. Trotzdem versuchte sich Serienschöpfer Vince Gilligan mit Better Call Saul an einer weiteren Serie, die im Breaking Bad-Universum spielt. Dabei steht der Anwalt Saul Goodman im Zentrum des Geschehens, der in Breaking Bad mit Walt und Jesse gemeinsame Sachen machte und dort vor allem auch immer wieder für komische Momente sorgte. Das Spin-off Better Call Saul ist gleichzeitig ein Prequel und ein Sequel zu Breaking Bad, wobei sich die Handlung allerdings vorrangig darauf konzentriert, wie aus dem liebenswerten Trickbetrüger Jimmy McGill der verbrecherische Anwalt Saul Goodman geworden ist. Das unterhaltsame Charakterdrama verleiht dem Nebencharakter aus Breaking Bad endlich mehr Tiefe und formt aus ihm eine sympathisch-tragische Figur, die im Leben leider mehr als einmal falsch abgebogen ist. Die Serie schafft es zudem mit einer subtilen und ruhigen Erzählweise, sich von der Hauptserie abzugrenzen, ohne aber dabei den unverkennbar einzigartigen Inszenierungsstil aus den Augen zu verlieren, der durch Breaking Bad etabliert wurde und bei dem die Bilder oftmals für sich allein sprechen. Better Call Saul ist somit eine großartige Ergänzung zur fabelhaften Hauptserie und steht dem Original in nichts nach. Die Zombie-Serie The Walking Dead genoss bei Serienfans besonders hohes Ansehen und brachte es insgesamt auf 11 Staffeln. Der Erfolg der Zombie-Saga sollte aber mit der Hauptserie nicht enden, denn zahlreiche Spin-off-Serien sollten die apokalyptische Welt von The Walking Dead erweitern. Das erste Spin-off Fear the Walking Dead erfreut sich fast einer ähnlich großen Beliebtheit wie die Originalserie. Mit Dead City kommt 2023 ein Spin-off mit den Figuren Negan und Maggie und auch weitere Serien mit Charakteren aus der Hauptserie wie Daryl Dixon sowie Rick und Michonne sind in Planung und werden von Fans bereits heiß erwartet. Eine Spin-off-Serie blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. The Walking Dead World Beyond startete 2020 und erzählt die Geschichte von einer Gruppe Jugendlichen, die als erste Generation in der Zombie-Apokalypse aufwächst. Bei den Fans fand die Geschichte allerdings nur wenig Anklang. Im Netz beschwerten sich viele darüber, dass die Drehbücher extrem schlecht seien, die Figuren viel zu nervig und stereotyp gezeichnet und überhaupt wäre die ganze erzählte Geschichte einfach nur langweilig. Und auch wenn World Beyond von Anfang an nur auf 2 Staffeln ausgelegt war, so hätte ein großer Erfolg der Serie bestimmt auch noch weitere Staffeln möglich gemacht. Bei der einhelligen negativen Kritik der Walking Dead-Fans war aber zum Glück der ganze Horror nach Staffel 2 wieder vorbei. Basierend auf den Büchern von George R.R. Martin hat die HBO-Serie Game of Thrones das Fernsehen revolutioniert, indem eine Fantasy-Geschichte im Blockbuster-Format ihren Weg auf unsere TV-Bildschirme fand. Mit ihrer monumentalen Erzählung, die aus unzähligen Charakteren und Handlungssträngen bestand, fesselte die Serie das Publikum bis zuletzt in ihren Bann, auch wenn sich die Fans über die Qualität der finalen 8. Staffel bis heute mehr als uneinig sind. 2022 verfilmte HBO dann mit House of the Dragon die Geschichte der Targaryen Dynastie als Prequel-Serie zu Game of Thrones und landete sofort wieder einen Hit. Anders als bei Game of Thrones gibt es hier allerdings deutlich weniger Schauplätze und Charaktere. Stattdessen konzentriert man sich ausschließlich auf den innerfamiliären Konflikt der Targaryens, bei dem die Thronerbin Rhaenyra Targaryen und ihre Stiefmutter Alicent Hightower um die Macht in Westeros konkurrieren. Dieser Konflikt wird letztendlich in den bereits aus Game of Thrones bekannten Targaryen-Bürgerkrieg münden, der als Tanz der Drachen in die Geschichte von Westeros einging. Um diesen großen Bürgerkrieg einzuleiten, nimmt sich die Serie in ihren bisherigen Episoden sehr viel Zeit für die Charakterisierung der Figuren und den Aufbau der Geschichte, die in der ersten Staffel rund 30 Jahre umfasst. Dass man sich hier über eine ganze Staffel hinweg so viel Zeit nimmt, um den Hauptkonflikt der Serie vorzubereiten, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Diese Zeit braucht es aber auch, um alle Figuren umfangreich zu charakterisieren, was dem bevorstehenden Konflikt noch mehr Tiefe und vor allem Spannung verleihen dürfte. Und obwohl die Serie in ihrer Erzählung ganz anders
ist als Game of Thrones, fühlt man sich als Fan sofort wieder in der Welt von Westeros zu Hause und fiebert dabei wie früher mit der Geschichte und ihren Figuren mit. House of the Dragon ist daher eine absolut sehenswerte Spin-off-Serie, die sich durchaus mit dem Original messen kann. 10 Jahre lang waren die Friends Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe und Joey für ihre ZuschauerInnen da. Selbst heute, knapp 20 Jahre nach dem Finale, zählt die Serie Friends zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, die bei den Fans absoluten Kultstatus genießt. Am Ende trennen sich die Wege der Friends, Ross und Rachel finden ihr Happy End, Chandler und Monica ziehen in die Vorstadt und auch Phoebe ist verheiratet. Nur Joey bleibt am Ende allein zurück. Seine Figur wäre also prädestiniert für eine eigene Spin-off-Serie. Und genau so kam es dann auch. Im selben Jahr, in dem Friends endete, ging die Geschichte von Joey Tribbiani in der einfach betitelten Sitcom Joey weiter. In der Handlung zieht es den erfolglosen Schauspieler von New York nach Hollywood, wo er seiner Karriere einen neuen Schub verpassen möchte. Dort gründet er eine WG mit seinem Neffen Michael, der in Sachen Intelligenz seinem Onkel allerdings einiges voraus hat. Ein Dauergast in ihrer WG ist zudem Michaels Mutter bzw. Joeys Schwester Gina, die ähnlich simpel gestrickt ist wie ihr Bruder. Bei der Serie wird einem schnell klar, was Friends damals ausgemacht hat und was Joey an allen Ecken fehlt. Denn bei der Originalserie machte vor allem das Zusammenspiel der unterschiedlichen Charaktere mit ihren individuellen Eigenheiten den Reiz aus und sorgte für die komischsten Momente, weshalb die Figur von Joey Tribbiani ohne die anderen 5 Friends eigentlich kaum noch funktioniert und die Gags in der Spin-off-Serie leider nie wirklich zünden wollen. Das wurde schnell auch durch die Resonanz des Publikums deutlich, denn viele schalteten die Serie nach nur wenigen Folgen wieder ab. Am Ende wurde Joey bereits nach nur 2 Staffeln wieder abgesetzt und viele Fans haben inzwischen zum Glück wieder vergessen, dass dieses Spin-off überhaupt existiert. Die Serie Cheers zählte in den 80ern zu den erfolgreichsten Sitcoms in den USA. In der gleichnamigen Bar von Sam Malone, gespielt von Ted Danson, treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander, die ihren Alltag und ihre Erlebnisse miteinander teilen. Ab Staffel 3 kam die Figur des Psychiaters Frasier Crane hinzu, gespielt von Kelsey Grammer. Der Charakter wurde zum neuen Stammgast im Cheers und etablierte sich auch relativ schnell als Fanliebling. Nach der 11. und finalen Staffel der Serie, die 1993 ausgestrahlt wurde, bekam Frasier direkt seine eigene Spin-off-Serie spendiert, in der er zurück in seine Heimatstadt Seattle zieht, wo er mit seinem Vater zusammenzieht und fortan als Radiomoderator seine eigene psychologische Ratgebersendung moderiert. Die Serie wurde prompt zum beliebten Dauerbrenner im TV und schaffte es bis 2004 sogar ebenfalls auf 11 Staffeln. Viele Fans finden das Spin-off sogar noch etwas besser als das Original, was sich auch bei diversen TV-Preisen bemerkbar machte, denn Frasier wurde während seiner Laufzeit insgesamt 24 Mal für den Golden Globe nominiert und mit 37 Emmys ausgezeichnet. Die Verfilmung von The Witcher in Serienform auf Netflix genießt bei eingefleischten Fans der Bücher und der Videospiele ein hohes Ansehen und zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes. Eine 3. Staffel mit Hauptdarsteller Henry Cavill steht bereits in den Startlöchern und eine 4., in der dann Liam Hemsworth in die Titelrolle des Geralt von Riva schlüpfen wird, ist ebenfalls bereits in Planung. Bei dem Erfolg der Serie war Netflix natürlich auf der Suche nach weiteren Projekten, die sich in der Welt von The Witcher ansiedeln lassen. Und während der Animationsfilm Nightmare of the Wolf noch recht passabel war, so war die Spin-off-Serie Blood Origin, die als Prequel zur Witcher-Saga zählt, ein regelrechter Griff ins Klo. Dabei handelt es sich zwar nur um eine Miniserie, die lediglich 4 Episoden beinhaltet, doch aufgrund der negativen Resonanz dürfte eine eventuelle Weiterführung der Serie inzwischen als undenkbar gelten. Auf dem US-Filmportal Rotten Tomatoes haben nur 13% der ZuschauerInnen Blood Origin für gut befunden, während die KritikerInnen die Serie als oberflächlich bezeichneten und der Meinung seien, dass ihr all das fehlen würde, was die Mutterserie auszeichnet. Wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut bei uns auf kino.de vorbei. Dort findet ihr täglich die aktuellsten News aus der Film- und Serienwelt.